Hi, herzlich willkommen zurück bei Wizard 101. Wir befinden uns hier, ja, ihr wisst es, in der Terra de Brea. Wir kämpfen hier gegen diese Sackgesichter. Und ich packe mir hier das wieder rein, das natürlich raus. Und ich packe mir ebenfalls Folgendes hinein. Nein, nein, in die Goldkarten bitte. Auch noch ein Satyrma zur Sicherheit. Ja. So, jetzt aber. Ich hab doch... Nein, ich habe schon wieder was vergessen. Ich habe die Turmschilde vergessen. Ich bin ein Volltrottel. Ja, ich möchte von vorn beginnen. Ich bin euch bescheuert. Mann, es reicht mir bald. Guck, da stehe ich direkt davor. Das ist doch praktisch. So, jetzt machen wir es natürlich hier diese ganzen... Ja, fehlten bloß zwei. Aber egal. Jetzt geht's aber in den Kampf. Die drei sind gar nicht so das Problem, ne? Es ist eher so das Problem, dass die Karten einfach mega beschissen fielen beim letzten Mal. Ich bin natürlich nicht als erstes dran. Yes! Ganz großes Kino. Egal, ich lasse mich davon jetzt nicht unterkriegen. Ich mache das hier jetzt. Rundenzauber. Very nice, not. Guck mal, hier gibt es einen kolossalen Feuerdrachen. Das ist ja wirklich nett. Kann ich mit der ganzen Scheiße Dreck hier nichts anfangen jetzt. Muss ich wegschmeißen. Täuschen haben wir zweimal drin. Brauche ich nur einmal. Elementarfall habe ich auch zweimal drin. Brauche ich auch nur einmal. Gegenschlag habe ich einmal nur drin. Deswegen bathen wir den Ball. So, im Gegensatz zu den letzten beiden Kämpfen habe ich diesmal nicht als erstes die schöne Klinge auf der Hand, womit ich den Feuerdrachen aufpowern kann, sondern irgendein Shit, mit dem ich nichts anfangen kann. Wieder nicht eine Klinge auf der Hand. Das ist natürlich mega traumhaft. Der Gegenschlag, der bringt mir auch noch nichts. Ich meine, ich kann... Komm, wisst ihr was? Ich probiere es jetzt einfach. Nein, was habe ich gerade gemacht? Warum habe ich jetzt gerade den Gegenschlag auf den gemacht? Kaius, du machst nur Scheiße. Ich bin heute völlig unkonzentriert. 928. Sehr gut. Ganz toll. Was für ein scheiß Move jetzt. 105. Scheiße ist es doch alles. Alles scheiße. Kritisch. Bitte spart euch irgendwelche abfälligen Kommentare zu meiner Spielweise. Kann ich nichts mit anfangen, brauche ich nicht. Schrieb mir irgendwie in irgendeiner Folge, du Dummkopf, oder deine Doofheit tut weh. Weißt du, das sind so total blöde Kommentare. Was soll das? Dass man sich mal blöd anstellt. Ja, okay. Aber du bist so doof.
deine Doofheit tut weh, solche Sachen finde ich verletzend. Ja. Ich meine, ich kenne die Leute nicht persönlich und so. Ich finde es einfach total doof. Was soll das? Was soll das einfach? Das ist doch nur ein verdammtes Spiel, ey. Da muss man doch nicht so blöd werden zu den Leuten, die das spielen. Echt. Naja, keine Ahnung, was die Leute dann für Probleme damit haben. Und es ist ja auch dann ganz nett, wenn ihr sagt, hör nicht auf die Hater und so. Natürlich höre ich nicht auf die Hater. Aber trotzdem lese ich es ja. Und es ärgert mich trotzdem. Ist einfach so. Mich ärgert es, dass Leute einfach so grenzenlos dumm sind. Ekechuan, du Spacko. Ich glaube, das ist keine gute Idee, dass ich das jetzt hier so mache, wie ich es jetzt gerade vorhabe. Weil dadurch alle drei erstmal schön mich angreifen können. Ich kriege den doch damit im Leben nicht besiegt. Hier mit dem Feuerdrachen. Was denke ich mir eigentlich? Ich habe noch nicht eine einzige Klinge bekommen, ne? Kritisch, super. Das ist aber ein beschissener Kampf, Leute. Da habe ich aber keinen Bock mehr drauf gleich. Ich glaube, in der nächsten Folge werde ich in den pechschwarzen See gehen und da ein bisschen kämpfen. Es ist einfach unfair, hier gegen drei Viecher zu kämpfen. Jetzt macht er noch einen Angriff gegen mich. Bam, und da bin ich schon wieder tot. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Es ist überhaupt kein schwerer Kampf. Es ist kein schwerer Kampf. Nur wenn diese beschissenen Karten so schlecht liegen, ja? Und so total hirnverbrannt daherkommen. Ja, was soll ich denn da machen? Mach den größeren Deck. Schwachsinn. Oh, da sind ja andere Leute. Wahnsinn. Dass es das noch gibt in diesem Spiel. Ja, es ist tatsächlich so. Je weiter man hier nach oben kommt. Von den Leveln her. Desto weniger Leute trifft man. Ich könnte natürlich jetzt hier Freundesliste anmachen. Weil wir haben Freitagabend, wo ich aufnehme. Und es werden viele Leute online sein. Aber ich möchte es ehrlich gesagt gerne alleine machen. Alleine versuchen. Auch wenn es länger dauert. Ist mir doch egal. Außerdem ist es ja keine wichtige Hauptquest, um weiter schnell weiterzukommen. Ich gehe jetzt mal einfach hier hin und gehe zur Isla de Fuego und da ist bestimmt irgendeine Falle. Da wurde mir bestimmt eine Falle gestellt von diesem zwielichtigen Geparden da vorne. Bin ja schon ganz sicher. Die Kampfspuren führen direkt in diese Höhle. Natürlich eine Höhle. Nie geht es zu hübschen Orten. Hm. Oh. Das denkt der Kevin auch bestimmt. Ah. Warum muss ich eigentlich in meine Höhle gehen? Ich möchte mal an einen hübschen Ort. Oh, Pfeile in der Wand. Rang 13. Fuck you, Endgegner. Schon wieder Endgegner. Und auch noch Feuer. Keine Lust. Ich habe keine Lust auf Endgegnerkämpfe. Echt nicht. Kann ich nicht mal eine normale Quest machen? Irgendwas finden? Guck mal, hier gibt's noch... Ach so, nee, nee. UFOs. Ja, hier gibt's nur Endgegnerkämpfe. Endgegner, Endgegner, Endgegner. Es ist immer dasselbe. Was soll das denn? Ich habe keine Lust jetzt auf einen Endgegnerkampf schon wieder. Ich bin gerade noch abgenervt von diesen anderen da. Und die werde ich auch noch machen, aber nicht in der nächsten Folge. Sondern geht's hier weiter und auch noch im pechschwarzen See.
Wir können ja einfach mal zum Pechschwarzen See wandern. Und dann stellen wir uns dort. Ist das heiß. Dorthin, wo der nächste Kampf stattfinden wird. Und den werden wir dann in der nächsten Folge bestreiten. Wo geht's nochmal zum Pechschwarzen See? Da oben. Passt schon. Zum Pechschwarzen See. Denn da haben wir ja auch noch zwei Sachen offen. Dunkelschlammgrotte oder Höhle des versunkenen Kanus. Gehen wir mal hier als erstes hin. Huch, oh. Blubbern die Blub. Na, du hässlicher Vogel. Mhm. Oh, eine Perle. Ein Perlchen gefunden. Das ist doch Kevins Glückstag, oder? Sackt er direkt mal ein, der Kevin. Und kauft sich davon Drogen. Voll im Erlös. Anders kann er diesen ganzen komischen Kram ja auch nicht ertragen. Was haben wir denn? Zakuabehoxok. Gut, Piranha-Scherenzahn. Gut, das machen wir aber in der nächsten Folge. Ich bin schon sehr gespannt. Total gespannt. Ist das abwechslungsreich. Naja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann werde ich die Endgegner wegbuttern, einen nach dem anderen. Macht's gut, vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss.